Wir sind hier gerade und ich muss ganz kurz hier was loswerden. Es sind hier ein paar Äußerungen getätigt worden, die auf die ich eigentlich nicht eingehen wollte, aber da die ganzen lokalen Medien einfach so viel Druck darauf aufgebaut haben, muss ich mich dazu äußern und diverse Freunde von mir werden sich jetzt auch dazu äußern, aber auf dezent. Aber es gibt eine Sache, die muss klargestellt werden hier, meine Freunde, okay? Guck mal. Wenn die Leute heutzutage im Jahr 2020 immer noch nicht begriffen haben, dass manche Sachen hier, ne, einfach mit Sensibilität behandelt werden müssen, ne, dann müssen Sie sich im Nachhinein auch nicht wundern. Sie müssen sich nicht wundern. Und ich bin es leid, wirklich leid, darüber reden zu müssen und die Leute aufklären zu müssen. Das haben wir die letzten 5 Jahre gemacht. Okay? So, wenn Leute heute immer noch in die gleiche Kerbe schlagen, wo Leute sich seit 5 Jahren drüber aufregen und sagen, guck mal, jetzt mal auf schwul gesagt, ne, ey, hör auf, das tut mir weh. Ne? Jetzt nichts gegen Schwule an der Stelle, ne? Aber so, halt jetzt mal auf so weinerlich gesagt, ne? Hör auf, das tut mir weh. Wenn die Leute immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann anfangen, sich zu wehren. Okay? Und eine Sache ist hier ganz klar vorweg zu sagen. Ne? Die Rassismuskarte wird nicht von den Schwarzen gezogen. Zumindest nicht von den Schwarzen, die ich kenne. Okay? Die unterdrückte Karte wird hier nicht gezogen von den Schwarzen, die ich kenne, weil die Schwarzen, die ich kenne, können nicht unterdrückt werden. Das erstmal vorweg. Bravo. So, das erstmal vorweg. Können nicht unterdrückt werden, ne? Und das muss ich hier ganz klar sagen. Es ist nur eine Sache euch zuliebe, dass wir sagen, hör mal zu, manche Leute hier, ne, die haben mehr Knast gemacht als die Leute Alben gemacht haben. Okay, und die Leute haben keinen Bock auf Streit, aber sie können sich solche Respektlosigkeiten von manchen Gesangsartisten hier, ne, können die sich nicht mehr geben lassen, und da stehe ich vollkommen hinter. Ne? Da stehe ich vollkommen dahinter. Ich werde jetzt das Telefon geben an diverse Leute, die was zu sagen haben, ne, damit ihr das wirklich verinnerlicht, ne, das, was in dieser Deutschrap-Szene, die jahrelang passiert ist, egal in welche Richtung, egal in welche Ethnie es gegangen ist, ob es von weiß zu schwarz, schwarz zu weiß, türkisch zu kurdisch, kurdisch zu türkisch, türkisch zu afghanisch, deutsch zu deutsch, deutsch zu türkisch, was auch immer, es muss aufhören und es wird aufhören, zumindest das, was uns angeht. Und da gebe ich euch aber Brief und Siegel drauf. Okay? Aber es geht jetzt auch so. Um Flair. Warte. Hier. Um Flair, 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 Flair. Kleine Schwuchtel. Sollte ja heute eigentlich ein Interview stattfinden hier, das nicht stattgefunden hat, weil es hat ja im Vorfeld Gefährderansprachen gegeben, weil irgendjemand macht sich ja Sorgen, dass dieses Interview oder diese Runde hier nicht zustande kommt. Warum? Guck mal, ich habe kein Instagram, ich habe kein Facebook, nichts, aber ich fick dich. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich fick dich. Du bist ein Insekt, Flair. Du kannst keine Ansagen verteilen, weil jeder weiß, dass du dich nicht selber tragen kannst. Du konntest dich noch nie selber tragen und du wirst dich nicht selber tragen können, auch nicht in Zukunft. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Männlein. Zwischen Mann und Männlein. Okay? Du bist ein Typ, du brauchst immer irgendjemanden, der dir hilft. Und jetzt gerade hilft dir keiner. Ne? So. Und wenn dir einer hilft oder helfen will, herzlich willkommen. Wir sind im Recht. Und wer im Recht ist, kämpft wie ein Löwe. Und wenn du eine Ansage verteilst, heute auf Insta oder was weiß ich habe da eben irgendwas gelesen, Mann gegen Mann, du lädst die Leute ein. Jeder hier am Tisch, der hier sitzt, schlägt dich in 0,8 Sekunden behindert. Wie ein Joystick. Ob nach links oder nach rechts, von hinten nach vorne. Ich suche mir das aus, wie du fällst. Jeder hier. Ja, und mach nicht einen auf Rassismus, Aria oder was weiß ich. Ja, so einen wie dich hätten sie früher im Feldlazarett, hätten sie eingeteilt, ja, oder in der Feldküche. Du wärst ein Steigbügelhaltler gewesen für richtige Soldaten. Hättest ihnen aufs Pferd geholfen. Ja, du Otto, du bist kein Krieger, du bist eine Null. Du bist eine Null. Und mach nicht, überleg dir den nächsten Schritt, weil sonst komm ich, egal wohin, aber ich nehme mir einen Kameramann, der das filmen wird. Die Fahrt nach Berlin. Und wehe, ich komme in eine Polizeikontrolle. Wehe, ich komme irgendwo, ich werde dir vorher sagen, ich komme nicht zu dir durch, weil es wird nicht kommen. Und wenn, guck mal, dieses 1 gegen 1, du hast das jetzt gesagt,
Das hab ich sowieso gescreenshottet. Das habe ich in meiner Tasche. Dieses 1 gegen 1, das wird dir ewig hinterherlaufen, du Hund. Ja? Oder du wirst ein Männlein steht im Walde singen, hüpfend, du wirst mir ein Video schicken mit einer Entschuldigung. Dann vergesse ich das. Ansonsten kommt der Punkt. Guck mal, wenn ich eine Ansage mache oder jeder hier von den Jungs, die können wir einhalten. Wenn ich dich im Hyatt sehe in Düsseldorf, egal mit wem, und du sprichst mich darauf an, stehe ich mein Mann. 100.000%. Kannst du jeden fragen, der mich kennt. Okay, das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Und du kannst keinen von den Bantus. Guck mal, ich habe eine schwarze Frau. Ich habe ein halbschwarzes Kind. Da ist Familie von mir mit drin. Das sind Cousins von meiner Frau. Jeder, ab jetzt jeder, der irgendwelche Schwarzen beleidigt, der beleidigt mich. Der beleidigt meine Freunde. Ja, und der wird gefickt. Okay? Aber richtig. Merkt euch das. Du Hund. Jetzt kannst du was sagen. Vielleicht mein Freund. Erstmal Martin, sehr gut gesprochen. Dankeschön. Ich habe alles gefühlt, was du gesagt hast. Und ich meine jedes Wort ernst. Zu 100%. Hier ist das. Auf jeden Fall, was ich sagen will, keiner von uns zieht diese Rassistenkarte. Brauchen wir nicht, haben wir gar nicht nötig. Wir brauchen uns gar nicht hochzuziehen an dir, Flair. Aber was ich dir sagen kann, ist, wir sind die Straße. Hier ist die Straße. Du willst 1 gegen 1, such die aus. Such es dir aus, 1 gegen 1, ich bin bereit, jeder von uns ist bereit, 1 gegen 1. Sag nur Bescheid, ja? Yeah. Das war meine Ansage. Reicht. Ja, ich hab noch was für die Community. Komm mir nicht mit dieser deutschen Karte, deutschen Zusammenhalten und diesen ganzen Scheiß. Guck mal, ich bin ein gebranntes Kind, was dieses Ding angeht, ja? Ich hab diese Scheiße auch durch. Und der Unterschied bei mir ist, ich war nicht rassistisch, mein Freund. Und dieses Ding mit einer Steinvorlage vom Davut noch so zu zerlegen, wie du es gemacht hast, so respektlos, dafür gehört dir von jedem in die Fresse gehauen. Von jedem. Wer bist du, die rauszunehmen, zu sagen, ja, das war doch so, die waren doch so, die war doch riesig, ich will es nicht mal aussprechen, was du dir da rausnimmst, mein Freund. Und dann ist es scheißegal, ob das ein Rapper ist, ob das ein Schauspieler ist, ob das irgendeine x-beliebige Person ist, die mit den öffentlichen Linien nichts zu tun hat. Jeder Einzelne sollte dir dafür eine klatschen. Verstehst du, was ich meine? Du hast Verantwortung, du hast eine Reichweite. Du kannst doch den Leuten nicht vormachen, dass es cool ist, immer wieder mit deiner arroganten, respektlosen Art davonzukommen. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen sitze ich hier. Weil ich bin einer von denen, die diese Werte noch vertreten, du Stück Scheiße. Und ich sag dir, diese 1-gegen-1-Nummer und dieses Bring mir die Ärsche ran und dieser ganze Käse und andere Leute anzurufen, das zieht bei deinen Bushidos. Genau. Das zieht bei deinen K1s, egal bei wem, bei mir zieht das nicht. Jungs, und bei uns ja auch nicht. Kauft euch Heino-Platten. Heino ist mehr Mann als Flair. Flair, du warst vor 8 Monaten noch beim LKA. Hat's Gefährdeansprachen gegeben. Das wissen viele nicht. Ich rede nicht von der Sache von vor 10 Jahren. Du bist ein Schwanz. Du postest, du warst in Knast, du warst mal im PG ein paar Stunden, weil du den armen Polizisten durchbeleidigt hast, weil du genau wusstest, dass der Mann dir nichts tun kann. Verstehst du? Du bist ein Otto. Du bist ein Otto. Wenn ein richtiger Mann gestanden hätte, dann hättest du das nicht gemacht. Ja, du bist so ein Typ, wenn's dir Pass machst auf Gangster, ja, und wenn es dir zu hart wird, gehst du zur Polizei. Du bist eine Wurst. Und für die Community da draußen, dieses Interview, was du gemacht hast, bis zu dem Punkt, auch mit dem Sklaven, das macht man nicht, das ist unhöflich. Wenn ich mit einem Juden rede, bringe ich auch nicht das Judenthema. Wenn ich mit einem Armenier rede, rede ich auch nicht über den Genozid, der an deren Volk verübt wurde. Das macht man nicht. Ansonsten ist man unhöflich. Und wer bist du, dass du denkst, du kannst unhöflich sein? Dass du dir rausnimmst auf der Straße und du denkst, du kannst unhöflich sein? Dass du eine Ansage machst mit deiner Shisha, da sitzt du Bastard! Du bist eine Null, bist du. Du bist eine Null. Du wirst das doch sehen. Du wirst das doch sehen jetzt, die Straße. Hier spricht die Straße, Junge. Du bist ein Nichts, bist du. Und dann schickst du dem Manu, bis dahin, dieses Interview, Läpsch, der hätte verbal ein paar Ohrschellen bekommen, Läpsch. Aber dann schickst du dem Manu eine Mail. Und das wissen viele nicht. Ja, egal, wer hinter euch steht, ich will deren Ärsche. Sag das denen. Kriegst aber direkt eine Message, die du auch liest. Und du duckst aber den Kopf weg. Tust so, als hättest du das nicht gehört, als hättest du das nicht gesehen. Dann kriegt man schon Anrufe von allen Ecken. Das Thema wird aber direkt zugemacht. Und man merkt, ihr ist ernst jetzt. Das heißt, der Zug rollt. Und auf einmal hilft dir keiner mehr. Du bist eine Null. Guck mal, ich sag das als Weißer, als Deutscher. Ich bin richtiger Deutscher. Richtiger Deutscher, auch wenn das nicht cool ist, jetzt gerade Deutsch zu sein, fick ich jeden. Ich bin so ein richtiger Deutscher, okay? Und ich bin mit den Jungs hier.
Das ist meine Familie. Und wenn das meine Familie ist, kann sich kein anderer rausnehmen, etwas zu sagen. Ich bin Deutscher. Und ich ziehe die Rassismuskarte nicht. Wer bist du, dass du die Rassismus... Du bist ein Null. Du bist ein Null, wie gesagt. Dich hätten sie in die Feldküche gesteckt früher. Du Hund. Du Hund. Warte ab. Und überleg dir gut, welche Ansagen du verteilst in Zukunft. Guck mal. Wisst ihr, was das Ding jetzt dabei noch ist? Guck mal, die Leute werfen mir Unloyalität vor. Unloyalität. Okay, guck mal. Zu dem Zeitpunkt, wo damals der erste Streit bei... Wie hieß nochmal dieses Konzert mit Ratar und so, wie das... Was damals... Ja. Out for Fame. Nicht Out for Fame. Rap-Schwergewicht oder was, ne? Ja, Rap-Schwergewichte. Zu dem Zeitpunkt hat ein Kollege von dir da irgendwas... Satz sich über Afrikaner lustig gemacht. Da war die Kacke doch auch am Brennen. So. Da hab ich auf korrekt... Ne? Hab ich den Bruder Des angerufen? Ich hab gesagt, nein, guck mal, Bruder, lass mal 5 Grad sein, mach mal entspannt, mach mal locker. Ne? Ich hab das Ding für dich geklärt. So, ich hab das Ding für dich geklärt. Ja, ne, Gott ist oben und er ist mein Zeuge. So, und dann kriege ich ein Jahr später eine Voicemail zugeschickt aus dieser Zeit, wo du sagst, angeblich, der Manuel ist der Feuerleger und Manuel ist der Schwanz. Ich bin ein Schwanz. Ich hab dich doch live auch gefragt. Ich meine, ich bin ein Schwanz. Da hast du nicht mehr drauf geantwortet. Bruder, guck mal, Janne, es ist jetzt, wie es ist. Was soll ich dir sagen? Die Leute sind halt wirklich selber schuld auch dran. Und für die ganze Community, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist einfach eine Ansammlung von Schlägertypen. Nein, die Leute sind emotional gekränkt. Sie sind gekränkt. Die Schwarzen, sowohl auch die deutschen Brüder, sind gekränkt dadurch, durch dein Verhalten. So, die Deutschen identifizieren sich nicht mit dir. Sie sind beleidigt davon. Die Deutschen identifizieren sich nicht mit dir. Null. 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 So, die Schwarzen diskreditierst du jedes Mal. Steigbügel, Alter. So. Ich warte auf mein Video, Junge. So. Mein Video, ein Männlein steht im Walde. Ich warte auf mein Video, ein Männlein steht im Walde. Das ist die Entschuldigung, dann ist okay. So. Ansonsten, du willst 1-1. Such dir eine aus hier am Tisch. Mach mal so eine Runde. Mach mal eine Runde, zeig mal. Mal. Jeder hier am Tisch ist bereit, 1-1 zu machen. Jeder am Tisch. So, Janne, so, also was soll ich dir sagen? Ich hab noch, guck mal, Daud sagt dir noch, ja, Habibi, guck mal, vielleicht hast du ein bisschen... Übers Ziel hinausgeschossen. Janne, mach doch korrekt. Du hast zu Salil gesagt, so, es ist doch nicht korrekt. Er gibt dir Janne winkt mit dem Zaunfall. Er hat Raketen abgeschossen, dass du es endlich beißt. Nach dem Motto, sag doch, ey, wisst ihr was? Okay, war vielleicht ein bisschen komisch gemeint. Entschuldigung. Hätte gereicht. Was machst du? Wallah, du machst noch schlimmer. Du sagst, ja, warum denn? Die Schwarzen waren doch Sklaven. Ja, die waren doch Sklaven. Ja, aber da kann ich dafür. Damit sagst du doch, guck mal, die hören doch Kinder zu. Jeder hier hat schwarze Kinder. So, und Janne, sollen die sich jetzt die Scheiße in der Schule anhören nach dem Motto, ja, Flair hat doch gesagt, ist doch nicht so schlimm. Ja. Es ist wirklich sehr cringe und du bist selber schuld, Holmes. Also ich sag, du bist doch nicht in aller Munde. Wir reden jetzt 10 Minuten über dich und dann gehen wir alle nach Hause und kein Mensch denkt über dich nach. Das ist jetzt einfach nur so. Du bist nicht in aller Munde, Junge. Du bist so, man macht das jetzt einfach mal, stellt man das klar. Verstehst du, was für ein Schwanz du bist. Ich wäre nicht weniger. Guck mal, und das ist jetzt auch nicht irgendwie auf den Zug springen oder so, was wir hier machen. Du hast nur so lange so ein großes Maul haben können, weil die Leute dich haben machen lassen. Nur so lange. Und da sind einige dran schuld. Auch, okay. Aber mein Freund... Ich jetzt, auch? Oder ja, ich bin schuld? Ja, ist so. Oder ich bin auch schuld? Ist so. Hätte Manu damals nicht schon dich aus der Scheiße rufen, wärst du schon früher am Arsch. Und ich sagte, jetzt sind einfach zu viele, die sagen, hey, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Und jetzt kannst du dir aussuchen. Du nimmst dir hier ein oder du hüpfst auf einem Bein, schickst ein Video und singst dein Männlein im Wald. Und dann ist alles schön, du kleiner Scheißspasti. So. Geht auch nichts mehr dran vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ich sag dir, Frankfurt ist auf jeden Fall safe zu. Düsseldorf, Köln, Düsseldorf, Köln, Düsseldorf, Köln, safe. Safe. NRW, safe. 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 Das Ding ist auch, guck mal, du denkst jetzt, ja, jetzt wirst du wieder kommen, ja, hat Bushido euch schön instrumentalisiert, weil Bushido diese komische Nachricht geschrieben hat. Guck mal, der ist genau der gleiche Müll. Ich bin gar nicht in diesem Rap-Business, ne? Hör mal, ich guck, ich sehe nicht richtig. Da gibt's einen Schwanz, der hat auf die Fresse gekriegt. Ja. Sag mir mal, wenn ich falsch liege. Ja, korrekt. Der haut ab nach Berlin. Korrekt.
Dann tun sich zwei Schwänze zusammen. Oh. Weil der eine, der da jahrelang unterdrückt wurde, jetzt selber sich nicht gerade machen kann. Ja, Moment. Aber der, zu dem er nach Berlin ist, hat auch vorher seine Mutter gekriegt. Wollte ich ja, okay, alles klar. So, beides Schwänze. Der eine rennt zu den Bullen, der andere heult da rum. Hörtchen, er hat einen Schnauze bekommen, er hat mit dem Messer mit mir reingekommen. Idiot. Und dann fliegen die nach Thailand, ist das richtig, fliegen die nach Thailand und machen einen Song, nennen den Ronin. Wisst ihr eigentlich, was ein Ronin ist? Das ist ein Samurai. Das ist jemand, der für seinen Stolz und seine Ehre stirbt. Ihr nennt euch Ronin und ihr habt noch 14 Millionen Klicks. Ich guck nicht richtig. Welche geistig Behinderten gucken sich solche Videos an? Wenn ich mir ein Video angucke, dann von Leuten, mit denen ich mich identifizieren kann, die das, was die singen, ernst meinen. Und das sind die Jungs hier alle. Die sind einen Weg mit mir gegangen. Das waren die ersten 1% der Schwarzen auf der Welt. Die sind einen Weg, einen richtig harten Weg gegangen. Die haben sich gerade gemacht. Flair, und vertu dich nicht, Junge. Vertu dich nicht. Jeder einzelne von denen ist in der Lage, sich selber zu tragen. Sich selber zu tragen. Das, was du sagst, musst du auch einhalten. Ich kann Mike Tyson beleidigen. Ich kann dem im Instagram eine Pudelmütze auf Mike Tyson huren. Du musst das, wenn der Mann vor dir steht, tragen können. Dass du stehen können. Ja, wenn ich das mache, dann stehe ich dazu. Du kannst nicht dazu stehen. Oder zeig es. Sei ein Mann, setz dich ins Auto und komm mal hier. Dann hättest du meinen vollen Respekt. Komm da her und sag Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, such dir einen aus. Such dir einen aus. Such dir einen, egal wer. Oder halt die Fresse. Oder mach ein Lied, mach einen Song. Ich warte auf mein Video. So, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, jetzt hast du alles verstanden, was wir gesagt haben. Und ja, den Rest schaffst du dann alleine. Und will noch einer irgendwas sagen? Nee, da kommt noch was. Da kommt noch was. Aber mach mal.